Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Das letzte News Update, bevor morgen früh um 7 Uhr, den 18. August, quasi Dienstag, die Season losgeht. 12 Stunden früher als geplant, das haben einige immer noch nicht so ganz auf den Schirm, dass die Season 12 Stunden früher startet. Um was geht's in diesem Video? Apex Legends bzw. Respawn hat offiziell bestätigt, dass Loba einen Buff bekommen. Wie groß oder wie klein der ist, ist noch unbekannt. Falsch. Er wird etwas kleiner ausfallen. Was genau? Das wollte ich eigentlich sagen. Was genau da gebufft wird, steht noch nicht fest. Ich gehe gleich mal ins Trainingsgelände und zeige euch zwei Theorien von mir, was ich denke, was gebufft wird. Und ich bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt, was ihr denkt, was vielleicht Loba für einen Buff gebrauchen könnte. Und zum anderen werden die Gerüchte tatsächlich doch immer lauter, dass das Evo-Shield schon von Anfang an zur Standardausrüstung hinzugefügt wird. Ich gehe davon aus, falls das umgesetzt wird, dass das standardweiße Schild komplett rausfliegt. Ich gebe euch vor allen Dingen ein paar Indizien, zwei an der Zahl, die bestätigen könnten schon fast, dass das tatsächlich zumindest Respawn in Erwägung zieht, zwei Beweise. Und ich gebe euch noch die ein oder anderen Argumente von mir zusammengetragen auf dem Weg, warum ich denke, dass das eine geile Sache sein könnte. Was natürlich dann, wie gesagt, mit dem weißen oder dem blauen, dem lila Schild und so weiter passiert, das bleibt fraglich. Dazu gibt es auch gleich noch eine Theorie. Das soll es soweit erstmal vom Inhalt gewesen sein. Lasst wie immer dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und viel Spaß jetzt bei den Informationen. Kommen wir zur ersten von drei Theorien, was ich denke, was gebufft werden könnte von Loba. Zum einen könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einen dritten, ich hoffe nicht übertrieben, noch einen vierten Slot für den Shop dazu bekommen. Natürlich können unsere Teammates das dann auch nutzen. Zweite Theorie, zieht euch mal die Travel Time des Armreifs an, wenn ich mich teleportiere. Und das ist nämlich meine zweite Theorie, dass ich denke, dass vielleicht die Travel Time reduziert wird. Es dauert nämlich ultra lange, bis das Ding da ankommt. Und die dritte Theorie, ach, man kann ja gar nicht Pause machen, ihr seht es ja selber, es dauert arschlange, bis die Waffe wieder bereit ist. Ich warte jetzt einfach mal nochmal die 15 Sekunden ab, bis die Zeit vorbei ist. Ihr seht ja, dass ich die Waffe in der Hand halte und bis ich dann wieder schießen kann und mich im Zweifel, wenn ich mich hinter einen Gegner teleportiere, der das aber checkt oder ein Teammate ist irgendwo um der Ecke von ihm, den ich gar nicht festgestellt habe, ehe ich mich da verteidigen kann. Das dauert einfach viel zu lange. Jetzt zieht euch das nochmal kurz rein. Zack. So, jetzt kann ich mich schon bewegen. Und jetzt habe ich erst die Waffe in der Hand. In der Zeit, wie die Waffe bereit ist, wenn mich da ein, zwei Leute mitkriegen, bin ich schon down, bevor ich überhaupt reagieren kann. Das sind meine drei Theorien, wie ich denke, dass Loba gebufft wird. Genaueres auf jeden Fall dann in den kommenden Tagen in den Patch Notes zu Season 6. Ich versuche das natürlich gleich am 18. Dienstagnachmittag oder frühen Abend fertig zu bekommen. Jetzt kommen wir zur Theorie, warum ich denke, und viele andere auch, dass das Evo-Shield zum Standard wird. Zwei Indizien. Indiz Nummer 1, die letzten beiden Events, das Always Be Closing Event, was aktuell noch aktiv ist, und das Armed and Dangerous Events. Das waren die zwei einzigen Events, die in Season 5 am Start waren. Und beide waren mit der Besonderheit, dass wir am Anfang gleich das Evo-Shield hatten. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht insgeheim schon eine Meta-Testphase war, um zu schauen, wie kommt das an, wie funktioniert das, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, dass ich kein anderes Schild finde, im Zweifelsfall eben aus dem Tresor nur ein goldenes Körperschild. Und das nächste Indiz blende ich euch ein. In Season 6 kommt ja das Crafting dazu. Und wie der ein oder andere es vielleicht festgestellt hat, ich habe es ursprünglich falsch interpretiert. Ihr seht, oben links quasi auf 10 vor um, links neben der Devotion, sehen wir das Evo-Shield. Und ich habe in dem Trailer das mal so pausiert, als würde man mit dem Cursor gerade drauf sein. Und dort sehen wir, dass wir mit 45 Crafting-Materialien uns 100 Schaden auf das Evo-Shield oben drauf packen können. Das heißt, wenn du noch nicht einen Gegner angeschossen hast, brauchst du ja 75 Punkte für die zweite Stufe, dann hast du quasi plus 25 Punkte auf der blauen Stufe schon. Das heißt, du kannst hier quasi dein Evo-Shield hochcraften, ohne dass du einen Gegner überhaupt anschießen musst. Das ist für mich eigentlich schon fast ein sehr, sehr sicherer Beweis, dass Respawn genau das vorhat, weil so viele Evo-Shielder findet man ja tatsächlich auf der Map.
nicht. Ich möchte euch jetzt mal vortragen, was ich denke, warum das eigentlich eine positive Änderung sein könnte. Vorab, ich denke, dass das Weiße, falls das umgesetzt wird, komplett rausfliegt. Wahrscheinlich auch das Blaue. Dass das Lila Schild immer noch in einem Lifeline-Job sein könnte oder in einem Air-Job vielleicht oder auch das Goldene in diesen legendären Air-Jobs vielleicht hinzugefügt wird, könnte natürlich auch eine neue Änderung sein. Und natürlich bleiben noch die Tresore auf dem World's Edge zum Beispiel. Dort ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit da. Ich denke nicht, dass das Lila und das Goldene Körperschild aus dem Spiel komplett entfernt werden. Ich denke einfach nur das Weiße und das Blaue. So, meine ersten Argumente, warum ich es gut finden würde. Zum einen, wie oft kam es mir schon vor, ich öffne eine Lootkiste und da wird einfach mal 2-3 weiße Körperschilde drin. Auf was will ich hinaus? Ganz einfach, man hätte einfach viel mehr Platz auf der Karte, in den Lootboxen, für mehr Waffen, für mehr Heilung, für mehr Aufsätze und so weiter. Als nächstes, jeder hat dieselbe Chance. Du landest und hast halt sofort dein Evo-Shield. Vor dir kann kein Gegner sein, der vielleicht ein blaues, lila oder goldenes sogar aufhebt. Hat die schlechtere Waffe als du vielleicht und du hast aber trotzdem keine Chance, weil er einfach mal das Rambo-Schild schon anhat und dann ist die Runde für dich schon zu Ende, bevor sie überhaupt richtig losgegangen ist. Das ist für mich schon mal ein Argument, was extrem geil ist. Und vor allem, wer wird bestraft? Stell dir vor, du landest in einem Spot, siehst die Zone, endet ungefähr bei dir und dein gesamtes Team hat vielleicht eine Loba am Start und ihr bastelt euch ganz, ganz schnell ein goldenes Schild und ein lila Schild zusammen, weil ihr es durch den Shop vielleicht irgendwo findet und dann müsst ihr euch faktisch überhaupt nicht mehr bewegen. So werden vielleicht auch Leute bestraft, die einfach nur am Campen sind, weil sie gerade schon ein geiles Schild haben und die Leute bewegen sich auf dich zu. So bist du gezwungen, dich ein bisschen über der Map zu bewegen, denn Fakt ist, im Endfight hast du mit einem Evo-Shield, was nicht gepippt ist, einfach keine Chance. Zum Thema Crafting, ich gehe auch davon aus, dass du auf der Map ein bisschen was tun musst und kannst nicht einfach mal sinnlos, ohne dass du überhaupt irgendwas geleistet hast, dein Evo-Shield hochpimpen. Das sind einfach mal so ein paar Argumente, die für mich zumindest dafür sprechen, dass ich finde, dass die Änderung, gleich am Anfang ein Evo-Shield zu haben, ganz geil sein werden. Und sind wir mal ehrlich, ich fand die letzten beiden Events eigentlich ganz positiv, schon das Evo-Shield zu haben. Und ich, wie gesagt, ich betone das nochmal, ich denke, das war eine Testphase für Respawn, um zu schauen, könnte das eine Zukunft für Apex Legends haben, am Anfang schon das Evo-Shield zu haben. Das soweit zu meinen Argumenten. Habt ihr vielleicht noch ein paar Negativ-Argumente, die dagegen sprechen? Ich kenne natürlich auch ein paar. Ich finde aber, die Positiven in meinem Kopf sprechen eher dafür als dagegen. Habt ihr auch noch ein paar positive Argumente dafür? Oder was ihr allgemein von der Änderung halten würdet, wenn es denn kommt? Ich möchte mal betonen, ich sage nicht, dass es so passiert, aber die Wahrscheinlichkeit ist da. Dann haut in den Kommentaren raus, was ihr denkt, was ihr von der Veränderung haltet und so weiter und so fort. Ich freue mich auf morgen früh um 7, wenn die neue Season startet. Ich streame es, möchte ich nochmal betonen, wer Bock hat, um diese frühe Stunde schon einzuschalten. Es könnte sein, dass es vielleicht ein bisschen später wird, wenn ich die PlayStation anmache und um 7 gerade der Download läuft und das wieder Stunden dauert. Naja, vielleicht starte ich den Stream einfach ein paar Minuten später. Lasst euch mal überraschen. Wie immer, dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, ich bin jetzt schon mega aufgeregt und gespannt auf Season 6. Das war's von mir. Bis morgen früh. Haut rein. Ciao.